Da geht es um viel menschliches Leid, da geht es aber auch um viel Geld. Wir rechnen heute, dass durch Schläfrigkeit am Arbeitsplatz weltweit pro Jahr rund 400 Milliarden Euro verloren gehen. Produktivitätsausfall, Leistungsausfall, Unfälle etc. 4 Milliarden Euro alleine sind es in Österreich. Sie sehen, wir müssen etwas tun, um das Problem in den Griff zu bekommen. Nun, ich sage immer, wer heute noch gesund ist, der ist bloß zu wenig untersucht. Wir haben in der Schlafmedizin, vor 2 Jahren habe ich, glaube ich, Frau Henrich noch gesagt, wir haben 88 verschiedene Schlafstörungsdiagnosen. Jetzt stehen wir bei 120. Das ist also nicht so, ich gehe zum Doktor, Herr Doktor, ich kann nicht schlafen, haben Sie einen Schlafpulver, das war's. Sie müssen unter all diesen 120 Diagnosen sehr genau differenzieren und auch sehr spezifisch die Therapie anpassen. Nur ganz schnell für Sie nur als Überblick, welche Ursachen für Schlafstörungen gibt es denn. Das sind die 5 großen P, zunächst die physischen Ursachen, vom Schnarchen über Lungenprobleme nach einem Schlaganfall etc. Vor allem auch die Schlafapnoe, dieses Atemanhalten in der Nacht, die ja zu größten Problemen führen kann. Das zweite P sind die psychologischen Ursachen, also Lebensereignisse, Stresssituationen, berufliche Überforderung. Das dritte P, die physiologischen Ursachen, Jetlag, Sie wissen, wenn Sie nach USA fliegen oder in den fernen Osten gibt es Probleme, halb so schlimm, aber was tut denn der Schichtarbeiter, der immer gegen seine innere Uhr ankämpft? Das vierte große P sind die psychiatrischen Ursachen, vor allem die Depression, die ja zu massiven Schlafstörungen führt, und letztendlich die pharmakologischen Ursachen. Viele Medikamente haben in der Nebenwirkung die unangenehme Eigenschaft, dass sie eben zu Schlafstörungen oder überhaupt zu einem Schlafentzug führen können. Wir sind auf der Suche nach den Ursachen und da tritt immer wieder etwas auf, womit man auch in der Ambulanz ständig kontrolliert ist, wo Patienten sagen, der Mond beeinflusst mich. Es gibt zurzeit noch keine seriöse Studie, die das belegen kann. Es gibt aber auch keine, die es widerlegen kann. Also ich erlebe immer wieder Patienten, die sagen, ich mache alles zu, es ist stockfinster und ich kann, wenn Vollmond ist, dennoch nicht schlafen. Also eine Sache, die man sich noch einmal sehr genau anschauen wird müssen. In den USA startet jetzt gerade eine einschlägige Studie. Das zweite ist das Magnetfeld. Und ich weiß, da wird immer sehr viel herumdiskutiert, kann denn überhaupt das Magnetfeld, ob natürlich oder künstlich, uns Menschen beeinflussen? Nun, ich denke, da haben sich schon wesentlich größere Geister als ich sich Gedanken gemacht. Professor Werner Heisenberg zum Beispiel, Nobelpreisträger für Physik, einer der bekanntesten Physiker überhaupt, nebenbei noch Philosoph, der hat gesagt, die magnetische Energie ist die elementare Energie, von der das gesamte Leben des Organismus abhängt. Ich weiß nicht weshalb, aber all diese Diskussionen gleiten bei uns immer wieder in eine Ecke ab, wo man sagt, Charlatanerie, nicht bewiesen, das ist alles nicht fassbar. Natürlich, es gibt noch zu wenig Grundlagenforschung. Aber wenn man sich auf Heisenberg stützt, dann ist man einfach verpflichtet, sich diese Dinge näher anzuschauen. Und es gibt eine ganz neue Studie in einem der höchstrangigen Journals, die wir überhaupt haben, nämlich in Natural Neuroscience, die ist vor 14 Tagen veröffentlicht worden. Und da hat man erstmals wirklich nachweisen können, dass elektromagnetische Felder, ich sage jetzt bewusst nicht, wie die entstehen können, weil sonst haben wir schon wieder irgendwelche Lobbys am Hals. Noch dazu ist es eine Studie aus den USA. Aber diese elektromagnetischen Felder können die Neuronenfunktion beeinflussen. Was heißt das? Sie kennen alle Synapsen. Im Rahmen unserer Nervenleitung haben wir Schaltstellen. Wenn ein elektrischer Impuls auftritt, wird an dieser Schaltstelle eine chemische Reaktion ausgelöst. Es werden sogenannte Botenstoffe freigesetzt, die die Information an den nächsten Nerven weitergeben, wie ein Stempelabdruck. Das ist ein Vorgang, der sich milliardenmal innerhalb von kürzester Zeit in unserem Hirn abspielt. Aber man hat jetzt in diesem Versuch, und ich sage noch einmal dazu, das war ein Tierversuch, aber er lässt natürlich sehr viele Schlüsse zu, da hat man gesehen, wenn man auch nur schwache elektromagnetische Felder anlegt,
dann kommt es zu einer Umleitung. Dann wird nicht mehr dieser Stempel bemüht, sondern der Nervenreiz läuft praktisch von einem Nervenende auf den anderen direkt durch. Das ist ein Phänomen, wo man glaubt, dass das einerseits physiologisch, also vom Körper durchaus gewollt vorgehen kann. Man kennt es bis jetzt aber leider nur aus pathologischen Gründen, denn genau zum Beispiel bei der multiplen Sklerose tritt dieses Phänomen auf. Und jetzt sagen natürlich die Forscher in den USA, wir müssen uns das anschauen, weil wir keine Ahnung haben, ob sich da nicht wirklich etwas tut, was krankmachend sein könnte. Ich formuliere ganz bewusst vorsichtig, aber der Studienautor, der Chef dieser Gruppe, sagt, es sieht so aus, als ob jedes externe elektrische Feld die Neuromembranen beeinflussen kann. Noch einmal, das war ein Tierversuch, lässt sich mit Sicherheit nicht eins zu eins auf den Menschen umlegen, aber zum ersten Mal sieht man, hier gibt es Beeinflussungen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Forschung jetzt in dieser Richtung ganz schön explodieren wird. Die Älteren unter uns, auch die Jüngeren, die haben sich schon immer die Frage gestellt, na, wie muss denn ein Bett ausgerichtet sein, damit ich gut schlafen kann. Und Sie wissen, dann hat man in aller Regel den Wünschelrutengänger bestellt oder man hat ausgependelt. Manche Leute, Patienten auch kenne ich, die haben schon 10-mal den Schlafplatz gewechselt. Es hat nicht sehr viel gebracht. Es war also alles so ein Orakel. Aber dann ist das Max-Planck-Institut für Biochemie im Jahr 1993 darauf gekommen, dass die Ausrichtung des Bettes in Nord-Süd-Richtung, also Kopf im Norden, Füße im Süden, zu einer tatsächlichen Verbesserung der Schlafqualität führen kann. Und zwar aus einem einfachen Phänomen. Die Forscher am Max-Planck-Institut haben gesehen, dass sich bei dieser Ausrichtung der erste REM-Schlaf deutlich nach hinten verschiebt. Was heißt das? Der Körper hat mehr Zeit, weil der REM-Schlaf nicht gleichkommt, sich Tiefschlafphasen zu holen. Sie sind also sehr vereinfacht gesprochen in kürzerer Zeit erfrischter. Das Schlafprofil hat sich insofern, was also die Tiefschlafphasen betrifft, durch diese REM-Phasenverschiebung deutlich verbessert, eine Untersuchung des Max-Planck-Instituts. Und durch einen Zufall sind wir dann auf ein neues Produkt gestoßen, wo wir gesagt haben, na, kann man quasi das Magnetfeld, das uns beeinflusst, in irgendeiner Form so steuern, so beeinflussen, dass es sich nicht negativ auf den Körper auswirken kann. Hier geht es also um dieses neue Produkt, um das Alpha-Prevent. Und wir haben gesagt, ja, wir schauen uns das im Rahmen einer Doppelblindstudie an. Das Studiendesign war also sehr einfach. Wir haben 106 Personen uns angeschaut. Die sind zu uns gekommen, einer 1:1-Ratio folgend, wurden die, wie es so schön heißt, randomisiert. Eine Gruppe hat dieses System, ohne es zu wissen, verwendet, die andere nicht. Das Alter lag zwischen 25 und 70 Jahren. Und ganz wichtig, es waren lauter Patienten mit sogenannten nicht-organischen Schlafstörungen. Also das Schnarchen, die Schlafapnoe, Restless Legs und so weiter, die wurden ausgeschieden, weil wir der Meinung sind, das kann man sich später mal anschauen, da dürfte das Magnetfeld vielleicht nicht so die entscheidende Rolle spielen. Also die Gruppe 1, die dieses System bekommen hat, waren 29 Männer und 24 Frauen und ähnlich gleichgelagert war die Gruppe 2 als Kontrollgruppe. Und jetzt wird Sie es natürlich interessieren, was ist dabei herausgekommen, bevor Sie dann tatsächlich hören, wie dieses Ding wirkt. Das Wachstadium hat sich in der Währunggruppe, also unter Anwendung von Alpha-Prevent, um 24% reduziert, das Dämmerschlafstadium um 14% und das Schlafstadium S2 um 13%. Und gegenläufig, klarerweise, sind die Tiefschlafstadien S3 und S4 gestiegen und auch der REM-Schlaf, den wir, habe ich schon gesagt, für unsere Gedächtnisleistung brauchen, hat zugenommen. Das heißt, die für uns signifikanteste Verbesserung war die Verbesserung des Tiefschlafes um rund 17%. Das ist sehr viel. Ich sage noch einmal dazu,
Wir als Ärzte wussten es nicht. Wir haben lediglich die Polysomnogramme, also die Schlaflaborbefunde, uns angesehen. Auch die Patienten waren nicht informiert. Ich war dann selbst erstaunt, als das rausgekommen ist. Sogar offen, ich hätte es mir nicht erwartet. Aber es ist eine ganz glasklare Studie, die ist natürlich auch zur Publikation eingereicht, wird in Kürze erscheinen. Eine Sache, die man auf jeden Fall weiter verfolgen muss. Was dahinter steckt, das werden Sie jetzt von den beiden Herren zu meiner Rechten, zu Ihrer von Ihnen aus gesehen Linken hören. Ich bedanke mich fürs Erste einmal und bitte jetzt Sie, lieber Herr Professor, als Anwender, dass Sie uns ein bisschen was erzählen.